Danke. Ja, guten Morgen zum zweiten Vortrag. Carbon Management. Ich fange gerade an. Man darf mich übrigens unterbrechen. Aber lieber mit Fragen als sonst wie. Fußballliebhaber und Historiker werden diese Figur vielleicht erkennen. Die habe ich nämlich mal in 2006 aufgetaucht. Da stand hier Finale und hier Holland. War eine deutsche Internetseite. Ich benutze das jetzt aber für unseren Projekt, wo wir holländische Reiseveranstalter mit Carbon Management bekannt machen wollen. Und das machen wir über das Projekt Karmatop, darüber gleich mehr, auch ein bisschen mehr über den Kontext dahinter. Und eigentlich möchte ich Sie heute einfach die Projektaktivitäten und vor allem unseren Emissionsrechner, der in Entwicklung ist, zeigen. Als Impuls, wie man das natürlich auch im deutschen Markt machen könnte. Karmatop steht für Carbon Management für Reiseveranstalter. Das ist ein zweijähriges Projekt. Das sind Fördermittel eigentlich aus dem Bildungsministerium. Ein großes Projektnetzwerk, die NHTV, eine andere Hochschule, 11 mittelständige Reiseveranstalter, die ANVR, das ist die niederländische DRV, Climate Neutral Group, das sind die Leute hinter Greenseed, einem holländischen Atmosphäre, und dann ist ECIAT als NGO, die hinter Travel Life stecken, noch dabei und einen sehr wichtigen IT-Partner. Wir sind jetzt auf ungefähr 2/3 der Projektzeit. Wir sind auch ziemlich weit gekommen. Das Projektziel ursprünglich war die Entwicklung von Fördermittel waren bestimmt für Wissensentwicklung, wie es so schön heißt. Deswegen war das Projektziel die Entwicklung von neuem Wissen über die Erfassung von Pauschalreiseemissionen und daraus folgend sollte ein umfassenden und zuverlässigen Emissionsrechner für Pauschalreiseemissionen entwickelt werden, damit Reiseveranstalter Carbon Management und darüber gleich mehr in ihre Produktentwicklung, in ihrem ganzen Betriebsmanagement integrieren können. Und dieser Rechner sollte eben nicht nur Flüge, wie man es meistens sieht, sondern auch andere Verkehrsmittel, Unterkünfte und eine Reihe von energieaufwendigen Aktivitäten umschließen. Und solchen Rechner gibt es noch nicht. Die Teilnahmegründe oder den Kontext ist erstmal die CO2-Emissionen niederländischer Urlauber, die habe ich Ihnen gestern schon mal gezeigt, die ja ständig zunehmen. Jetzt denken Sie vielleicht 14% über diese Zeit. Das geht noch. Zwischendurch war es ja mal, wie ich gestern zeigte, plus 20%. Es gab nur im letzten Jahr einen Rückgang in allerlei Reisesegmente, die wir annehmen, aber nicht sich weiter nach unten, sondern wieder nach oben fortsetzen wird. Und die größten Wachstumsfaktoren in diese Steigung der Emissionen sind die Überseereisen, die organisierte Reisen, die Flug- und Hotelreisen. Und da sieht man natürlich klar den Link zu Pauschalreisen und Reiseveranstaltern. Und da wir da ja natürlich schon Jahre drüber Veröffentlichungen und diese Entwicklung zeigen, werden sich die Reiseveranstalter immer mehr bewusst über ihre Verantwortung und möchten sich, es gibt so eine Gruppe von Frontrunners in Holland, die möchten sich zum Thema Carbon Management und Carbon Labeling engagieren. Das sind natürlich nicht die einzigen Gründe. Die merken auch Probleme wie zunehmende Energiekosten, drohende Luftverkehrspolitik,
Änderung, CO2-Steuer, CO2-Handel, gesellschaftlichen Druck, aber auch vor allem bei diesen Frontrunner den Bedarf, einfach ein grünes Imago zu verkörpern und auch Spitzenreiter in Sachen nachhaltiger Reiseanbieter zu bleiben. Erstmal erklären, was Carbon Management eigentlich ist. Ganz kurz gesagt, ist es das strategische Management von CO2 oder alle Treibhausgasen im Unternehmen. Ist ganz einfach, wie man das machen kann bei Reiseveranstalter. Da habe ich ein paar Beispiele für, niedergeschrieben. Man kann zum Beispiel anhand der Atmosphäre Airline Index von Luftfahrtgesellschaft wechseln, weil es riesige Unterschiede gibt in Energieverbrauch und CO2-Ausstoß pro Luftfahrtgesellschaft. Man kann Direktflüge bevorzugen über indirekte. Wenn man nach Costa Rica fliegt und man macht es über Houston, man macht es nicht über Houston, sondern direkt nach San Jose, dann spart man sich über die ganze Reise schon 10-15% Emissionen ein. Aber man kann auch Produktentscheidungen treffen durch, und da komme ich wieder auf dieses Eco-Efficiency von gestern, durch Emissionen mit Umsatz, Kosten oder Gewinne zu vergleichen und dann Entscheidungen zu treffen, hey, dieses Produkt verursacht so viel von meiner gesamten Portfolio-Emissionen, aber trägt nur so ein kleines bisschen zum Profit bei, vielleicht brauchen wir dieses Produkt nicht mehr. Natürlich sollte man auch versuchen, Inlandsflüge durch andere Verkehrsmittel zu ersetzen. Und schlussendlich, aber das ist natürlich ganz schwierig, Portfolios von überwiegend Langstrecke nach Mittel- oder Kurzstrecke zu ändern. Aber das ist natürlich, dann geht es an den Kern eines Unternehmens, wie Sie verstehen. Ja. Bezieht sich das auf die Flugreisen oder weil die Kurzstreckenflüge sind ja auch nicht ganz ohne das letzte? Naja, mit Kurzstrecken, das Distanz hätte ich hier vielleicht hinschreiben müssen. Ne? Die Hauptprojektaktivität ist die Entwicklung eines Emissionsrechners und die Schritte dabei sind ungefähr so gewesen, dass wir erstmal die ganzen Produktportfolien von den Reiseveranstaltern durchgenommen haben, aus welchen Elementen stehen die genau, wie können wir das kategorisieren. Wir haben eine große Menge an Emissionsfaktoren aus unserer Studie, aber es müssen noch welche dazu entwickelt werden. Es muss geschaut werden, welche Datensätze man nutzen kann, um Emissionen aus zum Beispiel vom Luftverkehr oder von Unterkünften einfacher messen zu können. Und das Ganze muss dann zusammengefasst werden in ein elektronisches System. Das heißt in diesem Fall eine semantische Wiki und ich möchte da keine Frage zu haben, weil kann ich nicht erklären. Ich würde sagen, geben Sie einfach semantische Wiki in Google ein und der wird Ihnen sagen, was es genau ist. Es ist eine Art Oberfläche, wie Wikipedia auch funktioniert, wo man immer mehr Informationen zufügen kann. Und die auch, keine Frage gestellt. Nee, und die auch Links, die auch eben die Links mit Datenbänke und so weiter machen kann. Daneben muss es, das ist sozusagen der Motor, dieses Wiki, darüber muss es natürlich eine Motorhaube, eine Benutzeroberfläche geben und das ist dann die grafische Benutzeroberfläche oder GUI. Und das zusammen ist dann der Emissionsrechner. Wir sind jetzt so weit, dass wir im Sommer eine erste Version haben testen lassen durch drei Veranstalter. Das wurde dann nachbearbeitet, da gibt es immer viele Punkte, das kann besser und so weiter. Letzte Woche haben schon 20 Mann die nächste Version ausprobiert, da gibt es noch ein paar Punkte, die nachbearbeitet werden müssen und diesen Herbst, Winter sollen dann alle 11 Reiseveranstalter und möglicherweise noch 5 bis 10
dazusteigende Reiseveranstalter eine Bilanzierung ihrer Pauschalreise vornehmen, ob sie ihr ganzes Portfolio durchrechnen, das ist noch offen. Dann gibt es noch weitere Projektaktivitäten. Man kann ja seine Emissionen bilanzieren, aber dann weiß man immer noch nicht genau, was man damit machen soll. Deswegen entwickeln wir auch eine Trainingsmodule für die Reiseveranstalter, aber auch für Verwendung im Unterricht an der NHTV. Wir haben ein bisschen Konsumentenforschung gemacht, wie holländische Reisende gegenüber Emissionsinfo, über Pauschalreisen stehen und einer möglichen Einführung eines Emissionslabels, weil das nämlich der größte Wunsch der meisten Teilnehmer war, nämlich wir wollen ein Emissionslabel haben. Wir wollen die Kunden informieren. Aber das passte nicht in diese, erstens passt es nicht in die, in die Fördermittelvorlagen. Und zweitens kann man ja ein Label bauen, aber wenn man die Emissionen nicht berechnet hat, dann kann man auch kein Label gründen, oder? Und dann forschen wir noch zur potenziellen Nutzung von Eco-Efficiency als einer von vielen Carbon-Management-Maßnahmen. So, der zweite Teil ist jetzt nur ein paar Screenshots vom Rechner, damit Sie wissen, was wir entwickelt haben. Das ist noch mehr oder weniger dieser Motor. Ne? Wir haben Datensätze zu 400.000 plus Unterkünfte in der Welt. Wir haben Datensätze, Emissionsfaktoren zum Zugverkehr, zu Autoverkehr, zu Luftfahrtgesellschaften und Flugzeugtypen für jede einzelne Route, die geflogen wird in der Welt. Und das alles wird dann zusammengefasst im Rechner. Und für die Reiseveranstalter sieht das ungefähr so aus, dass sie erstmal Produktinfo eingeben können. Eine einmalige Code zum Beispiel, einen Namen, in welche Länder das stattfindet. Typereise können Sie selbst verwenden, Zahl der Übernachtung. Das ist dann meistens für eine Suchfunktion, wenn man da irgendwann mal 200 Reisen drin hat, kann man seine Reise wieder leicht zurückfinden und auch vergleichen. Man kann also alle verschiedenen Verkehrsmittel kann man eingeben. Für Luftfahrt kann man also die Airports eingeben. Er wird dann aus dieser Kombination die vorhandenen Luftfahrtsgesellschaften auf dieser Strecke schon vorzeigen und danach auch noch, wenn man die Luftfahrtgesellschaft gewählt hat, die möglichen Flugzeugtypen, die Luftfahrtgesellschaft auf dieser Strecke benutzt. Und so kommt man natürlich zu einer sehr detaillierten und genauen Emissionsfigur für die Flugstrecke. Man kann den Ort, von wo man abfährt und wo man hinreist, auch über eine Google Map Einlage auswählen. Wenn ich zum Beispiel vom Namen her nicht genau weiß, von wo ich fahre, aber wenn ich einzoome in Google Maps, dann kann ich meine Markierung machen. Und so berechnet er für zum Beispiel Zug- und Autoverkehr über Google Maps die genaue Distanz. Daran ist dann wieder ein Emissionsfaktor gekoppelt. Und so weiß ich dafür meine Emissionen. Und dann gibt es noch die Unterkünfte. Ganz kurz eine Frage, wenn das im Autoverkehr ist, ist das ja zum Teil an der Individualanreise. Ja. Ist das sozusagen Mittelwert der PKWs hinterlegt oder hinterlegt der da auch noch die Typen? Das wollten wir
Das ist für Reiseveranstalter aber nicht möglich. Weil wenn die zum Beispiel einen Mietwagen ausgeben, dann wissen sie oft gar nicht, welchen Typ exakt. Also wir haben da, glaube ich, eine Auswahl von 7 verschiedenen Typen, wie man die öfter sieht, Diesel, Benzin und so weiter. Man muss aber auch noch eingeben, wie viele Personen in dieses Auto sitzen. Weil sonst wird es sehr ungenau natürlich. Die Unterkunftsauswahl, die funktioniert über diesen hinterliegenden Datensatz. Also wenn ich anfange zu typen, dann komme ich ziemlich schnell auf eine große Liste von Hotels. Nicht alle Unterkünfte der Welt sind da drin, weil das sind ca. 1 Million, hat man mal geschätzt. Aber die meisten Hotels der Welt sind da sowieso drin. Wenn ich es wieder nicht finden kann, kann ich wieder diese Google Maps Sache probieren. Und wenn die Unterkunft nicht im System ist, dann überspringt man diesen Schritt und dann nimmt man dann wählt man einfach den Typus, also Hotel, Jugendherberge und so weiter, und dann kommt da eine Default Emissionsfaktor dazu. Wie kommt ihr auf diese Hotelliste? Das ist ja Wahnsinn. Wo kommt das her? Booking.com. Was? Booking.com. Ah, okay. Aber ich hätte auch eine Ergänzung dazu, weil ich mich das auch gerade gefragt habe. Wie kommt ihr vor allem zu der Datengrundlage für die Hotels? Also die dahinter stehende Datengrundlage. Einer unserer Projektpartner ist BookDifferent. Das ist eine sehr interessante junge Entwicklung. Es sind ein paar Leute in Holland, die bedacht haben, Booking.com ist okay, aber wir wollen zum Beispiel mal anderes Ranking machen. Die ranken die Hotels nach Nachhaltigkeitskriterien, zum Beispiel, ob sie ein Öko-Label haben. Also wenn Sie bookdifferent.com suchen, dann buchen Sie eigentlich über booking.com, aber das Ranking ist erstmal anders. Und so, die sind erst ein halbes Jahr online, aber ich habe schon kleine Auswertungen gehört, dass Sie eine Zunahme von Buchung von grünen Hotels über diese... Von booking.com. Booking.com hat doch für alle Hotels eine Beschreibung und Facilitäten, die anbieten und so weiter. Und wir haben, oder mein Kollege Paul Peters hat sich angeschaut, welche Facilitäten Teile eines Hotels am meisten, das ist eine statistische Auswertung, verantwortlich sind für die Emissionen eines Hotels. Das ist eine Art Summe. Und die Summe wird losgelassen, sobald man ein Hotel auswählt, auf die Beschreibung von Booking.com, die hier hinterliegt. Und daran kommt dann ein Emissionsfaktor, der sich also einmalig auf das Hotel. Das ist aber beliebig im Ergebnis. Weil ich unterschiedliche Standards zur Emissionsberechnung dann verwende. Weil die Datenbasis könnte ja auf der ISO basieren, könnte die Greenhouse Gas Protokolle sein, könnte Pass sein, könnte alles Mögliche sein. Und das kombiniere ich. Wenn ich dann praktisch über ein Konkurrenzunternehmen etwas ausrechne, kommt der automatisch zu einem anderen Ergebnis. Ja. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wenn ich die Emissionsfaktoren berechne und die von jemandem anders nehme, muss ich doch sichern, dass die Standards, die Berechnungsweise, die Modalitäten übereinstimmen. Nee, das machen wir das selbst. Das machen wir selbst. Sie berechnen, was berechnen Sie denn dann? Nach welcher Methode? Ich sag mal ganz einfach, ich sage nicht, dass es so geht. Ich könnte Ihnen jetzt nicht exakt die Summe nennen, wie das berechnet wird, weil das ist wahnsinnig kompliziert. Aber ich sage mal, wenn ein Hotel in der Beschreibung steht, dass er einen Indoor-Swimming-Pool hat, dann und wir gehen aus von einem Durchschnittshotel 20 Kilogramm pro Nacht, dann
hat vielleicht das Haben eines Indoor-Swimmingpools sorgt dafür, dass noch plus 10% auf diesen Durchschnitt kommen. Verstehen Sie? Mhm. Also man hat Beschreibung von Hotels, Indoor-Swimmingpool, 20 Kilogramm plus 10%, Air-Conditioning plus 10%. Das ist klar. Und so kann man über und unter den Durchschnitt gehen. Und welche charakterisierbaren Substanzen nutzen Sie? Ja, die kann ich Ihnen jetzt nicht auswendig nennen, weil das sind ganz viele. Das ist ein Rechenmodell, was wir im Projekt haben. Ja, aber ist es ja nach der ISO, Climate-Change-Berechnung, oder ist es nach dem PAS, oder nach welcher Methode? Nein, es ist unser eigenes Modell. Wir haben haben Studien, es gibt natürlich viele Studien zum Energieverbrauch, was sind die wichtigen Faktoren, die haben wir uns durchgenommen. Und dann haben wir haben diese 400.000 Unterkünfte und dann haben wir geguckt, was spielt denn am meisten eine Rolle, wenn man die verschiedenen Faktoren vergleicht mit, was wir schon wissen aus vorhandenen Studien. Und so sind wir gekommen zu den Faktoren, die am meisten bestimmend sind für Energieverbrauch, CO2-Emissionen eines Hotels. Aber wenn man jetzt für einen Indoor-Swimmingpool 10% draufschlagen würde, würde man dann auch für eine erfolgreiche Nachhaltigkeitszertifizierung wieder was abziehen? Oder weil man dann davon ausgehen kann, dass dann dort auch Energiemaßnahmen umgesetzt wurden? Ja. Ja? Ja. Dann würde ich gerne wissen, alle wie viele Jahre wird denn das geprüft oder monitort, ob die Bedingungen nach wie vor so sind oder möglicherweise ja sogar besser geworden sind in den einzelnen. Naja, dieses Projekt hört ja auf im März und wenn alles erfolgreich läuft, aber da komme ich gleich noch drauf, dann soll es in Markt gesetzt werden, von der Stiftung unterhalten werden und dann muss es auch für Emissionsfaktoren, weil alles entwickelt sich weiter. Flugzeuge, Verkehrsmittel werden mehr energieeffizient, stoßen vielleicht ein bisschen weniger aus. Alles muss geupdatet werden und dafür braucht man dann ein Budget und ein Partner, der das macht. Das ist logisch. Das ist bei allen guten Zertifizierungen, Vermessungssystemen. Komme ich gleich nochmal kurz drauf. Wir haben eine Liste, zusammen mit den Reiseveranstaltern, eine Liste von Aktivitäten erstellt, die für Sie wichtig sind, in Kombination mit welche überhaupt zur Sache tun in Sachen Emissionen und da sind dann auch einzelne Faktoren drin gekoppelt. Das sind so 20, 25 Aktivitäten. Und was dann rauskommt, ist zum Beispiel eine Übersicht, wo man sieht, wie viel die An- und Abreise, das ist das blaue Teil in diesem Beispiel, der Transport vor Ort. Das können aber auch Inlandsflüge sein, die Unterkünfte, das Grün hier und die Aktivitäten, wie das insgesamt sich verteilt über den Carbon Footprint eines Produktes. Und wir stellen es auch so dar, dass man es pro Tag, pro Element sehen kann. Das ist eine andere Reise. Ja, das hier ist offensichtlich eine Flugreise, sieht man wie An- und Abreise reinhauen. Und man kann auch verschiedene, mehrere Produkte vergleichen in Sachen von Carbon Footprint. Genau. Ich bin fasziniert davon, was die da alles an Daten reingefahren haben. Das ist ja der Hammer. Das war auch nicht so einfach. Ja. Und was dann noch irgendwann dazu kommt, ist ein drittes Output. Schirm, ne, das direkt nachdem man alles eingegeben hat und gesichert hat, dass da vielleicht irgendwann mal ein CO2-Label für Pauschalreisen rauskommt, was der Reiseveranstalter dann selbst an seine Kundeninformationen koppeln kann, was natürlich auch wieder kontrolliert werden muss von einer Stiftung und so weiter und so weiter. Und unsere Forschung hat belegt, dass
die Holländer auf jeden Fall etwas wollen, was sich sehr ähnelt an dem EU-Energie-Label. Aber das Label wird in diesem Projekt noch nicht auf den Markt gebracht. Natürlich gibt es viele Barrieren bei so einem Projekt und auch bei der möglichen Verwendung von Carbon Management durch Reiseveranstalter. Der Markt ändert sich so gewaltig jetzt während der Laufzeit schon dieses Projektes. Es sind schon zwei Reiseveranstalter in diese 11 sind schon umgekippt und mussten wieder andere dazusteigen, zum Beispiel. In Holland auf jeden Fall verkaufen die Reiseveranstalter immer mehr nur noch das Landarrangement. Der Kunde bucht seinen eigenen Flug. Dann gibt es wieder Reiseveranstalter, die vielleicht die Verantwortlichkeit für den Fernflug nicht mehr unbedingt übernehmen wollen, und wollen sie vielleicht das Label in ein Land und ein Reiseteil splitten. Ist natürlich nicht sehr klug gegenüber den Kunden, sagen wir dann, aber das sind alles Sachen, wo noch drüber nachgedacht werden muss. Es gibt natürlich auch in Sachen Car Management eine gewisse Fatalismus bei den Reiseveranstaltern. Sorry, aber Fluggesellschaft können wir eh nicht wechseln, da haben wir nicht die Power für. Und dann gibt es schon vom Anfang sehr viel Fokus von den Reiseveranstaltern auf dieses CO2-Label. Ne? Das ist ja ganz einfach, den Kunden entscheiden zu lassen, was er wählen möchte, aber damit gibt man auch ein bisschen die Sache aus der Hand, gibt es weniger Impulse, um betriebsintern Sachen zu ändern. Eine Sache mit dem Rechner ist natürlich einfach der Zeitaufwand der Eingabe, weil eigentlich möchte ein Reiseveranstalter weniger als eine Minute dafür brauchen. Ursprünglich war die Herangehensweise dieses Projekt ist, dass wir es voll automatisieren wollen, dass der Rechner mit den Daten aller Reisen auf den Systemen der Reiseveranstalter koppeln könnte und dass es eigentlich vollautomatisch rausrollt, hat sich gleich am Anfang herausgestellt, dass es unmöglich ist bei kleinen Reiseveranstaltern, weil jeder benutzt ein völlig anderes System. Es gibt noch welche, die führen es in Excel ein, dann gibt es sehr viele verschiedene automatische Systeme. Eine Kopplung war einfach nicht möglich. Das ist natürlich möglich für ein TUI oder sowas, aber die müssen dann eben selbst Geld investieren, um zum Beispiel diesen Rechner an ihren System zu koppeln. Ja, und dann gibt es natürlich noch Skepsis gegenüber allerlei Management-Methoden wie Eco-Efficiency. Wir haben gestern auch schon dazu was gehört. Ja? Tut mir leid, ich bin ein bisschen später gekommen. Hast du schon gesagt, ob das quasi dafür genommen oder zukünftig eingesetzt wird, um freiwillig zu kompensieren? Weil nach all dieser Mühe und Arbeit ist es doch eigentlich ein genialer Schritt, das sofort zu integrieren in Reisen. Ist da Das ist natürlich, habe ich nicht erwähnt, es hat aber natürlich auch ein sehr hohes Interesse bei den Reiseveranstaltern. Einer der Netzwerkpartner ist Climate Neutral Group, also die Leute hinter Green Seat. Und ja, das sollte man auf gleicher Höhe betrachten, finde ich, wie diese Einführung eines CO2-Labels. Es ist natürlich ganz einfach, um den Kunden zu zeigen, hier hast du die Emissionen, da kannst du klicken, wenn du es kompensieren willst. Und wir ziehen unsere Hände zurück. Das ist natürlich nicht, was wir von der NHTV wünschen. Wir wollen, dass Reiseveranstalter betriebsintern anfangen nachzudenken. Aber immerhin ist das hier ein großer Schritt in Sachen Arbeiten mit CO2. Ja, also wie ich vorhin sagte, der Rechner soll weitergeführt werden von einer Stiftung. Wahrscheinlich fällt das irgendwie unter unser DRV. Die Finanzierung, da wird momentan drüber verhandelt, wird wahrscheinlich eine Kombination von Drittgelder und Mitgliedsbeiträge. Dann die Sache mit dem CO2-Label, das
Das kommt irgendwann hoffentlich. Wir haben voriges Jahr auch eine kurze internationale Machbarkeitsstudie durchgeführt, auch im deutschen Markt. Und die ergab, dass es europaweit einen deutlichen Markt gibt für einen solchen Rechner wie diesen. Aber da sind wir jetzt noch nicht weiter mitgekommen. Aber es ist offensichtlich, dass in anderen Ländern auch Interesse für so eine pauschale Reise Emissionsrechner ist. That's it.